Im Rhein, da war der Maifisch ja lange ausgestorben. Um ihn dort wieder anzusiedeln, setzen Wissenschaftler tausende Fischlarven aus. Und dafür sicherten sie sich heute die Hilfe von 30 Düsseldorfer Realschülern, die am Ende eines Schulausflugs die winzigen Larven in den Rhein entließen. Zu erkennen sind die Minifische nur mit der Lupe. Nur wenige der Larven werden voraussichtlich überleben. Trotzdem zeigen Fischzählungen an den Rheinschleusen erste Erfolge der Wiederansiedlung. Wir haben jetzt schon, die Wanderung hält noch an, aber wir haben jetzt schon über 200 Maifische in diesem Jahr im Rhein beobachtet. Da muss man wissen, dass diese Querbauwerke weit, weit oberhalb der Mündung sind. Das sind fast 700 Kilometer vom Meer weg. Können Sie sich vorstellen, dass wahrscheinlich gerade einige tausend Maifische gerade den Rhein hochziehen. Einer der tausenden Neumaifische ging letzten Monat einem Fischer bei Rees ins Netz. Es war der erste Maifischfang seit 55 Jahren.